So, und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Legaia. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich spiele es unheimlich gerne. Letztes Mal haben wir ja das Schloss ein bisschen weiter erkundet. Sind bis zum nächsten Gebiet gekommen, wo dann unser Seramega? Mega? Ach, keine Ahnung, wie gerade heißt. Gespürt hat, dass irgendwo ein anderer Serra wohl auch in der Nähe sein soll. Ein Zar-Serra oder so, ne? Hießen die. Ja, und dann sind wir auf einmal zur kleinen Sequenz, eine Höhle, wo wir dieses Mädchen Noah kennengelernt haben. Was man übrigens von wirklich von ausgehen kann. Na gut, eigentlich muss, dass sie der nächste Charakter ist, den man bekommt. Woran ich das sage, weil erstens sie deswegen. Man kann mit ihr kämpfen. Ach, die gar keinen KP, was ist das denn für ein Scheiß? Und ich gucke gerade hier nebenbei nach Heilpilzen um. Bei Heilpilze heilen 200. Und können echt nicht verkehrt sein, welches als Reserve haben. Und wir mussten dann erstmal so von Terra, der ist ein Wolf oder so, Fragen beantworten. Ja. Haben wir auch gemacht. Hör zu, Noah. Wir werden jetzt kämpfen üben. Denk an meine Worte, trainieren niemals nachlässig, sonst verletzt du dich. Berühre den roten oder schwarzen Piura, die aus den Löchern gucken, um den Kampf zu beginnen. Fang mit den roten Piura an, wenn du unsicher bist, ansonsten kämpfe mit den schwarzen. Fertig, Noah, los. Komm, kämpfen wir mal gegen den. Dann gucken, ob wir einfach ein paar Fähigkeiten von ihr bekommen. Roter Piura. Beginnen. Ach, die kann direkt viermal angreifen. Moment mal, können wir auch schon immer viermal direkt angreifen? Ich weiß nicht, die Kombination. Aua, hau mich nicht. Ich hau zurück. Ja, manchmal müssen wir auch wirklich darauf achten, weil wie wir mitbekommen haben. Ah, die haben eine Kunst mit ihr. Ah, die ist cool, ich mag. Die freut sich wie ein kleines Kind. Ich find's geil. Ja, ich denke mal vielleicht. Quick! Nicht quick. Ach, wie süß. Oh. Nee, ich will erst die Erfahrungspunkte haben, wa? Ich will die Erfahrungspunkte mitnehmen. Aua. Nee, das ist auch keine Fähigkeit. Schade. Ich glaube, das war bei ihm ein. Ich weiß nicht, ob. Okay. Ich glaube, zum Teil sind die sogar gleich. Kann sein. Wie viele Erfahrungspunkte braucht sie? 4 ein Level up. Ah, ein Heilpilz, sehr schön. Weil ich würde schon gerne wissen, wie viele Level up die bräuchte. Ob hier genug von den Viechern da sind, dass man hier ein Level up bekommen würde. Oder ist einfach nur da, um. Oder ist noch einer von denen?
Zwei schwarze? Das ist auch was? Schade. Machen wir erst die roten platt und dann die schwarzen. Weil vor allem kann man sich dann mal so gucken, ob man irgendwie ein paar Fähigkeiten lernt. Haha, das war nix. Nee, das ist auch nix. Ich hab links, rechts, links war eine Dreier-Kombo von ihm. Nö, da hat sie aber auch nichts von. Beginnen. Kampf. Befehl. Das mal ausprobieren. Nur das Level erhöht. Doch ein Level ab. Oh. Irgendwie ist die niedlich, ja, ne? Vor allem jetzt können wir uns auch heilen einmal. Und dem Typen auf die Fresse hauen, den Schwarzen. Erst du. Ich nehme mal die Roten dafür, dass man ein Level abbekommt. Schwarzer Piora. Angriff, Befehl. Keine Ahnung, ob das auch irgendwie ein Angriff war. Ah, hat sie noch einen schönen Angriff gelernt. Aua. Was hat die bis jetzt? Wechseln schon. Hatten wir. Hatte das jetzt eigentlich was ge. Na, da hatten wir doch keine TP, ne? Ich muss alles manchmal ausprobieren. Ja, hab ich mir nicht gedacht. Ich glaube, bei ihr war es sogar so, dass sie Vierer hatte, ne? Wie cool. Das Spiel macht richtig Spaß. Ja, ich denke mal einfach nur, damit man ein Level abbekommt für die und dann einfach die verprügeln, wa? Beginnen. Angriff. Befehl. Ich frage mich, ob das auch geht. Hatten wir das? Weiß das viel jemand? Ach komm jetzt. Nein, gibt's nix. Was könnte man denn noch ausprobieren? Links, hoch, tief, rechts. Nee, ist auch nichts. Schade. Schade, schade. Ich kann hier wieder hingehen, die nochmal verbrechen. Was mir das alles letztendlich bringt, keine Ahnung. Ich probiere einfach aus. Ist auch keine Fähigkeit, schade.
Ich will einfach nur mal rumexperimentieren. Da war schon mit den Fahnen ein paar, habe ich ja nicht verkehrt. Ist ja nicht verkehrt. Also kämpfen kann sie definitiv. Frage mich jetzt, ob die Schwarzen wieder aufstehen, wenn ich die Roten besiege. Befehl rechts, rechts, links, links, gibt's das auch? Was? Nope. Beginnen, Angriff, Befehl hoch, rechts, tief, links. Ne, ist auch nichts. Schade, schade. Das muss dann der letzte sein. Was kann man noch ausprobieren? Befehl rechts, tief rechts, rechts. Okay. Ob das dann auch so gibt. Der wehrt mir zu viel ab. Also recht tief rechts ist eine Kombo, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, schön. Level up, sehr schön, das wollte ich noch haben. Genau so, nicht anders. Gute Arbeit, Noah, du bist ganz schön zäh. Es wird Zeit, um Lager zu gehen und Essen zu holen. Gehen wir. Muss ich jetzt echt zu Fuß hinlaufen oder werden wir teleportiert? Ich hoffe, ich werde noch mal vorher geheilt. Dann brauche ich meine Heilsachen nicht zu verschwenden. Noah, du bist schon viel besser. Ich kann dir wohl kaum noch etwas Neues erzählen. Schweigen. Jetzt wird Zeit, dass ich dich alles erzähle. Noah, lass uns das rübergehen. Rübergehen. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Dass wir gerade ein Erdbeben haben. Hihi, wie die rumläuft. Auch lustig. Ich glaube, es ist vorbei. Wir leben ja schon an eine Weile in dieser Höhle, aber solches Erkennen gab es noch nie. Nur, der Wind. Der Wind weht. Oh, und hier kommt ein Nebel. In der Höhle muss eine Öffnung entstanden sein. Sei vorsichtig, Noah. Der Nebel, die lauern da draußen im Nebel. Noah, schnell, wir müssen uns beeilen. Wir folgen dem Wind zum Genesis-Baum, schnell zum Berg Rikora. Beeilung, Noah. Wir dürfen keine Zeit vergeben. Folgt mir. Aber... Okay, die wurde automatisch gehalten. Sehr schön. Schnell, wir müssen fliehen. Bevor hier böse Gegner kommen und uns wehtun wollen. Oh, guck mal. Beginn, Angriff, Befehl. Rechts, hoch, hoch, rechts. Nee, das ist auch leider nix. Wow,
Hat die gut abgewehrt. Angriff, Befehl, tief, hoch, links, rechts. Tot? Ja, danke. Hast du gut gemacht, Noah. Bin stolz auf dich. Oh, ein Heil... Oh, danke, Noah. Du bist ein Schatz. Du hast ein Heilblatt bekommen. Heilblätter kann man immer gut gebrauchen. Aber finde ich schön, dass sie ihr eigenes Itemfenster hat. Eigene Items hat und nicht so wie bei anderen RPGs, dass sie dann auf einmal irgendwie die gleichen Sachen haben wie der Charakter vorher. Pilz. Befehl hoch. Hoch. What the? Also hoch ist macht bei den Viechern keinen Sinn, also runter. Ah, oh, schön abgewehrt. Bin stolz auf dich, Mädchen. Hehe, hier kann man mich mit einer richtig geilen Kombo ausüben. Aber mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ach ja, hoch bringt ja nichts, habe ich gesagt. Man muss aber wirklich darauf achten, ob welche Viecher man hoch einsetzen kann und welche nicht. Finde ich auch praktisch. Weil wenn die Viecher unten schweben, kann man die halt unten nicht treffen. Und wenn die halt kleine Gegner sind, dass die nicht oben sind, dass man die oben nicht treffen kann, ne? Finde ich sehr schön. Noah, komm her! Es scheint Zero da oben zu sein. Ich fühle, wie Winde weht. Weißt du was? Das heißt, Noah, das heißt, dass wir hinaus können. Auf den Berg Rikura und zum Genesis-Baum. Kämpft das Vieh jetzt mit? Nö. Leider nein. Aber schön ist, sie hat auch schon mal direkt ein paar Levels ab. Dann ist sie nicht vom Level her so schwach. Level 3 ist schon ganz in Ordnung. Jetzt bin ich immer gespannt, wann wir Fahren treffen. Gegner! Ein anderer Pyro. Davon den hatten wir schon. Hatte ich das auch schon? Ja. Achso, das Terra kämpft auch mit, aber. Thema Terra macht auch bestimmt guten Schaden, wa? Naja. Nicht wirklich. Immerhin gehst du auf sie. Das ist mal mir lieber, als auf ihn auf mich geht. Ja, weil wenn die mir Schaden machen. Okay, und macht bei denen auch keinen Sinn. Usch, mein erstmal bisschen. 100 Noahs Team. Cool, das ist also, wenn man mit mehreren kämpft. Schön. Sowas muss man ja auch mal wissen, ne? Vor allem das Gute ist, sie sammelt Heilblätter. Und Heilpilze, das ist schon ein paar gute Sachen, die wir gebrauchen können. Ich will gerade den Part beenden.
beginnen. Angriff. Befehl. Recht. Wow, wie viel Schaden die doch den Hunden machen. Oh. Oder Wolf. Sieht auch aus wie ein Baumwolf oder sowas in der Art. Hihi, geht ruhig auf Terror, ist mir doch egal. Ich glaube, den könnt ihr sowieso nicht killen. Machen wir Auto, mal gucken, was da rauskommt. Nix, weil ich gar nicht jetzt angreifen darf. Okay. Noahs Level erhöht. Terror-Team hat den Kampf gewonnen. Also immer wer den Gegner besiegt, da steht dann, wessen Team gewonnen hat und die Liga-Pose. Schön zu wissen. Habe wieder was rausgefunden. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, das wäre mein nächsten Part von Legend of Legaia. Fahren bis zum nächsten Mal. Tschüss.